Zack, bam, da ist er. So, ja, hallo zusammen. Mein Name ist DJ mit 123 für die, die mich noch nicht kennen. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal Let's Plays gemacht, aber dann komischerweise aufgehört zu Let's Playen. Das will ich jetzt wieder ein bisschen aufleben lassen und freue mich für alle Zuschauer, die hier dabei sind, bei meinem neuen Projekt. Und zwar ist das Crash Bandicoot. Und jetzt kriegen wir direkt mal eine Cutscene um die Ohren geworfen. This bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex Commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! We are closer than ever before! Quickly! Into the vortex! Attack the Cortex? The vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Aha. Also, wir haben direkt quasi schon Cutscene jetzt bekommen, die das Spiel erklärt. Also, es handelt. Ja. Der Hauptcharakter von dem Spiel ist halt dieser Typ hier, Crash Bandicoot. Und ja, ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Sehr cool. Habe ich als Kind sehr, sehr gerne gespielt, aber ich habe dann größtenteils des Spiels wieder vergessen. Also, das wird quasi ein Blind Run von mir. Aber bevor wir jetzt hier lange drum rumreden, würde ich sagen, fangen wir an, nachdem wir dieses Demo-Play weggedrückt haben. Und ich einen kurzen Aufnahmecheck gemacht habe, weil das ist ganz wichtig beim Start von einem Let's Play. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meinen Aufnahmecheck gemacht und das hat alles funktioniert. Also ich habe jetzt noch oben links so eine Zahl drin, aber ich glaube, das Wert kann ich rausschneiden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Okay, dann schauen wir mal. Oh, hier ist direkt die Karte. Ja, ich sage, schauen wir direkt mal in Insanity Beach. Das Level. Schauen wir mal, was mich hier erwartet. Ich habe schon einfach nur so eine Grundvorstellung, aber ja, schauen wir mal. So, also wir kommen hier im Dschungel an, quasi, und erstmal Steuerung, also Pfeiltasten ist klar, laufen, Viereck schlagen, ist okay, X springen, okay, Kreis aufschlagen, und Dreieck ist, aha, ist eine Anzeige für Äpfel und Leben. Also Äpfel muss man hier sammeln. Zeige ich euch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. So. Die Kisten, da sind eigentlich mal Äpfel drin. Und diese Äpfel, die braucht man quasi, um ein Leben zu bekommen. Und ja, die Grafik natürlich ist jetzt nicht die beste. Ah, ist ein Leben, das wir bekommen haben. Die Grafik ist jetzt natürlich nicht die beste, aber ist halt ein PS1-Spiel, ne? Was will man da erwarten? Oh, das war getroffen. Jo. Diese Maske, die da, damit hat sich's auf sich, und zwar, wenn wir getroffen werden, würden wir sofort sterben, aber diese Maske schützt uns einmal vor Treffern. Ja, genau. Und ja, ein paar Grafikfehler hier, wie diese schwarzen Quadrate um die Äpfel, da mag ich zu entschuldigen. Bitte ich zu entschuldigen. Es ist schon schwierig genug gewesen, das Spiel jetzt zum Laufen zu kriegen. Und ich bin froh, dass ich dieses Spiel überhaupt mit euch spielen kann. Und ja, genau. Also Gegner mit dem Rundumschlag quasi weg killen sie. Genau, zack. So. Diese Boxen mit diesen Linien da, da kommen halt 10 Äpfel raus, mit denen man immer wieder drauf springt. Und ja, Maskenbox ist eine Maske, das heißt, jetzt haben wir 2 gesammelt, das heißt, wir können auch 2-mal getroffen werden. Und dieses Fragezeichen, da ist immer zufällig was drin, in diesem Falle sind es Äpfel. Die Geräusche hier sind teilweise echt amüsant, also
Hört sich an wie, naja, keine Ahnung. So, ja genau. Ja, haben wir 10 Äpfel bekommen. Und die jetzt nochmal weg. Zack, die auch. Und zack, den auch. Der Äpfel, der ist verschütt gegangen, aber ist egal. Okay, also das Spiel ist eigentlich ja Jump'n'Run und ja, hier ein bisschen kämpfen. So. Jetzt haben wir hier eine dritte Maske bekommen. Die macht genau das, also da kann man einfach durchlaufen. Muss man sich gar nicht um die Gegner kümmern, das heißt, es macht alles kaputt hier, die ganzen Kisten. Ah, genau, das ist schön. So. Wo gehen wir denn jetzt mal lang hier? Gehen wir mal rechts lang. Oh. Was ist das? Da kann ich glaube ich nicht drauf, aber was ist denn diese Kiste hier? Aha. Okay. Also das heißt, wir können springen. Nein. Scheiße. Ich meinte natürlich springen und nicht runterfallen. Das meine ich halt, dieses Spiel ist nicht einfach, obwohl es eigentlich ein Kinderspiel ist. Also, doch schon ziemlich schwierig, finde ich. Und ja, wir machen hier alles kaputt. Zack. Ja, ist schön, dein Diabetes essen ist okay. Verschwende gut. Ach Mann, das kann es doch nicht sein jetzt hier. Ach Mann. Jetzt probiere es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht geht, dann gehe ich weiter. Das reicht langsam. So, dann haben wir das und da oben können wir drauf springen. Ja, genau. Zack, 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 zack. Und das hier kaputt. Ist nur ein Apfel, aber Apfel ist Apfel, ne? Ist gesund. Ja, ich weiß, ich habe eben gesagt, Diabetes essen, aber mein Gott. Weil es halt so süß ist, ne? Ja. Okay, gehen wir nochmal hier hin. Jetzt probiere ich das noch einmal. Zack. So, Augenblick. So, zack, 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 zack. Nein. Okay, ich lasse das jetzt. Ich werde nie erfahren, was da ist. Das kann vielleicht jemand von euch gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich spiele das Spiel auch nicht zu 100%, weil das schaffe ich auch gar nicht. Es ist ein Blind Run, quasi. Und ja, komm, dann geh jetzt da drauf. So, zack, zack, genau. Ich gehe jetzt links rum, ist mir egal. Die eine Kiste da lasse ich jetzt aufnehmen. Genau. Dann schauen wir mal, was hier ist. Diese Schildkröte, okay. Schildkröte oder Käfer, weiß ich nicht. Ja. Okay, mal hier. Noch ein paar Äpfel, immer gut. Und ein Fragezeichen. Irgendwann weiß, das sind immer 10 Äpfel. Und diese Vortex hier, das bedeutet, wir haben das Level geschafft. So. Und dann kommen wir direkt wieder auf die Karte. Und ich muss mal ganz kurz einen Schnitt machen, weil ich wurde gerade angeschrieben. Eine Sekunde. So, ja, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Level. Und zwar ist das Jungle Rollers. Okay, was? Jungle Rollers. Mhm. Okay, also es ist wieder hier. So ein schönes Dschungel-Level. Und Pfeil nach oben heißt springen. Das heißt doink, 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 doink. Hüpfer quasi. So. Und haben wir noch eine Maske. Die zweite und TNT. Ich denke, das ist selbsterklärend. Ja. Beep, beep, beep. Puff. Genau, die explodieren. Und was ist? Stinkt hier, okay. Nee, ich will dein Parfum nicht unbedingt haben. Tut mir leid. So, da haben wir jetzt hier auch nochmal so ein Ding. Doink, 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 doink. Genau. Zack. Und Stinktiere, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Eieiei. Okay. Fleischfressende Pflanze auch sehr nett. Also. Aha.
Wir haben ein Totem oder ein Symbol von seiner Frau gesammelt. Das heißt, wir haben ein Drittel von dem Bonus-Level quasi. Also wenn man drei davon sammelt, kriegen wir ein Bonus-Level. Und hier haben wir jetzt unsere zweite Maske. Das sind rollende Steine, okay. Also einfach immer der Nase lang, also immer geradeaus. Ui, ui. Okay, das Grüne da, was da ist, da kann man, glaube ich, mit dem Diamant, den man sammelt, hin. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Checkpoint. Das C heißt Checkpoint. So, machen wir jetzt mal hier alles nach und nach leer hier. Zack, zack, zack. Und zack, zack. So, was haben wir hier noch drin? Aha, ein extra Leben. Okay, 7 Stück. So, oh, was wird das denn? Eine Libelle. Okay, nicht schlecht. So. Da haben wir wieder ein Bonus-Level. Also ein Teil von einem Bonus-Level. Nee, Stinktiere. Ja, die Stinktiere. Ein Schmetterling, okay. Okay, oh, 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 shit. Shit. Nein, nein. Oh, oh scheiße. Okay, das war knapp. Also wie gesagt, auch nicht einfach dieses Spiel. Ganz und gar nicht einfach. Und ja. Und hier, diese Steinrollen. Ah ja, genau. Jetzt haben wir hier unser Bonus-Level. Das heißt, wir kriegen quasi hier in diesem Bonus-Level, kriegen wir Äpfel. Boink, boink, boink. Äpfel und Bonus-Leben. Genau, Bonus-Leben. Boink, 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 boink. Genau. Und da ist das Bonus-Leben. Zack, genau. Ist auch geil, dass das sich so anhört wie so ein Boxkampf. Keine Ahnung. Okay. So, Save Point. Ja, Rating Member Memory Card. Nehmen wir das einfach. So, Saving. Okay, dann geht's mal weiter. Genau. Okay, dann geht's mal weiter hier bei diesen fleischfressenden Pflanzen. Oder was auch immer. Uiuiui. Das war knapp. So. Ein Leben. Sehr gut. Ui, Stinktiere. Oh Mann, 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 Mann. Also diese Gegner hier teilweise, das ist nicht einfach. Nicht einfach. Haben wir das Level geschafft? Jawohl. Genau. Aber wir haben Boxen verpasst. Naja. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, würde ich sagen. Gut. Dann machen wir noch ein Level. The Great Gate. Das große Tor. Okay, schauen wir mal. So. Okay. Zack. Zack. Okay. Ach, das. Ja, ich erinnere mich daran. Das ist nicht so einfach, weil... direkt geschafft. Nein, normalerweise der reagiert ja nicht direkt. Und da fliegt man halt immer wieder runter, aber diesmal habe ich es geschafft. So, und zack. Ach, die Maske habe ich wieder nicht gekriegt. Ah, doch, da ist sie. So, durchrennen. Komm, komm, schneller. Nein! Scheiße. Oh Gott, ist das fähig. Ach, das war nicht geplant jetzt hier. So, nein. Ach, ist das schwer. So. Okay. So, zack. Und zack. Genau, okay. Ah, das war fail eben. Tut mir leid. Pflanze. Das hier. Ach du Scheiße. Sinnlos, okay. Ei, ei, ei. Blöder Affe da. Oh Mann. Ja, es ist gerade ein bisschen peinlich. So. Nein, nein. Ach gut. Ja, wie gesagt, Crash Bandicoot. Also es ist kein leichtes Spiel, auf keinen Fall. Obwohl es alt ist.
Aber ich mag ja die alten Spiele, ne? Das ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis. So. Hier diese sinnlose Kiste da. Okay. Och Mann, warum springt er denn jetzt nicht? Das ist ja nicht mehr normal. Ach Gott. So, okay, zack, zack, zack. Na komm. Ja doch, okay. Wenn man sich nur im richtigen Pixel bewegt. Okay. Diese sinnlose Kiste da. So, zack. Und jetzt springen. Oh Gott. Also diese Sprünge hier teilweise sind echt schwierig. Also, was ist das? Ach, das war glaube ich hier. Hier das hier, genau. Da muss man nämlich da dran schlagen, um hochzukommen. Was? Uiuiui, oh shit. Sekunde. Oh Gott. Das ist teilweise echt anstrengend. So, diese komische Affe da. Ach, den wollte ich doch gar nicht. Na, ist egal. Uiuiui, was ist denn hier? Uiuiui. Nett. Danke. Nein! Scheiße. Uiuiui, was? Was bist du denn? Guck mal, aha. Okay. Okay, gut. Uiuiui, das slidet noch so ein bisschen. Okay. Mal ein Leben. Ich glaube, die Leben werden auch mit der Zeit knapp. Also ich sollte hier wirklich nicht so viel fehlen. Uiuiui. Ja, danke. Ja, das geht nicht. Ui. Hey, du Frau. Zack. So. Okay. Ach, du Scheiße. Okay. Nein. Oh. Alter, was ist das denn hier? Oh Gott. Man ja Herzkrasch bei dir. So. Ja, das eine, das habe ich jetzt. Ach! Danke. Uiuiui, aber ich hab's. Oh, Gott sei Dank geschafft, ja. Und die gelben Dinger, da kommt man halt nur dran, wenn man einen gelben Diamanten gesammelt hat. Glaube ich. Glaube ich, ja. Und wir haben 9 Boxen verpasst. Aber das ist nicht schlimm. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ja, mache ich jetzt erstmal hier einen Schnitt soweit. Es ist ja noch der erste Part und der erste Part würde ich gerne nicht in Überlänge machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich würde mich über Feedback freuen über dieses Projekt und über dieses Spiel im Allgemeinen und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann, würde ich sagen. Okay, bis dahin, ne? Tschüss, tschüss.